Moin moin Leute, hier ist wieder der Superpro mit einem weiteren Part von Let's Play Star Wars Battlefront 2. Genau, und heute sind wir mal ganz alleine. Denn ich habe ja eben ein bisschen Battlefield Let's Played und da habe ich gedacht, ah mein Gott, suchst du dir jetzt nicht unbedingt jemanden, der mitspielt, machst du mal alleine ein bisschen was. Und ja genau, dann bin ich hier jetzt auf einem Bufu CTF Server und habe die letzte Runde schon schön gespielt. Na, und ja, ich denke, ich muss mich jetzt erstmal wieder ein klein wenig einspielen und zumindest mal den Noob Trooper on. Und den Noob Trooper eigentlich auch. Ach, zumindest absahnen hätte ich können. Ach Mann, und das Leben klaut er mir auch. Gut, aber wir haben schon die Flagge, das heißt, hier geht's ja schon direkt heftig rund. Und der meint auch wirklich, der könnte mich... Oh ja. Also dieser Bufo Secret Stadtaffe, der ist ja letzte Runde so heftig abgegangen. Das glaubt ihr gar nicht. Der hatte Noob Trooper mit der Auszeichnungswaffe. Und hatte 22 Kills, 0 Tode. Also der Typ war wirklich heftig. Genau. So, hier wimmelst du immer von Gegnern. Also gucken wir mal. Tue ich erstmal mein Autogeschütz aufstellen. Das war knapp, also den habe ich aber noch. Und ihr habt gesehen, der hätte mich beinahe getroffen und jetzt hätte er mich beinahe wieder getroffen. Also, knapp. Gut. Also, ich muss jetzt hier mal ein bisschen aufpassen. Wow, ja, okay, ihr habt es gesehen. Gut, also. Dieser Bufo Stadtaffe, der macht sie hier alle fertig, aber ich probiere es ihm gleich zu tun und auch mal bei den Gegnern ein bisschen zu spawnen. Na, lauf schon. Und da kommt jetzt sicher gleich einer um die Ecke. Oder da zoomt einer. Oder da oben steht einer auf dem Dach. Das gibt das alles. Und deshalb probiere ich mich jetzt auch mal hier aufs Dach hoch zu... Ja, klar! Hoho, heftig. Also, aber ich muss mich ja erstmal wieder ein bisschen einspielen hier. Und ich habe ja erst 2 Kills, ne, 3 Kills. Also mal ein bisschen gucken, dass ich mich hier wieder ein bisschen einspiele, dass wenn ich wieder Gäste habe, demnächst hoffentlich, dann auch wieder ein klein bisschen besser bin. Genau, und irgendwo, na, warum zoome ich überhaupt jetzt? Lass mich mal schauen, ja, das ist klar. Da komme ich aber nicht dran vorbei. Aber da stehen sie immer. So, dieser Bufo-Stadtaffe, der ist doch auch hier irgendwo. Habe ich den? Nein, okay, den. Oder habe ich beide? Das würde mich ja mal wundern. So. Ach komm, dann pistel ich den mal. Wenn er meinen Schuss nicht take, dann pistel ich ihn einfach. Oh, schön. Ein Nichtstaker. Das finde ich ja toll. Lass mich doch in Ruhe, du auch. Gut, also. Da war doch irgendwo so ein dummer Noob Trooper, der meinte... Ach, ich sag schon Noob Trooper, so ein dummer Sniper. Naja, okay. Jetzt stirb schon, du dummes Autogeschütz. Ich hasse diese Dinger teilweise wirklich so abgrundtief, weil die teilweise so glückliche Treffer landen können. Also hier ist doch ein Spawn von den Gegnern. Und da steht ein Techniker, der rumlaggen tut. Und nichts und auch gar nichts take. Das finde ich ja toll. Der fliegt einfach mal vor mir her. Weiß, dass ich auf ihn schieße, aber ihn interessiert auch nicht. Okay. Ja, und du musst auch dran glauben, Kleiner. Und ich glaube, meine Bildrate, nee, okay, die glaubt heute mal nicht dran. Die, wo ist denn jetzt der Scharfschütze hin? Gut, also hier ist mal wieder einer, der meint, er könnte mit schwerer Truppe mal hier was machen. Na nee, gut, okay, der wird schon fertig gemacht, da muss ich mir keine Sorgen machen. Und den kriege ich auch noch selber. Gut, okay.
Und der mit seinen Minen auf der Treppe. Das ist ja doof. Ja, genau. Er ist nicht. Ach, da. Elende Nix-Taker hier teilweise. Also, ach, habe ich überhaupt schon gesagt, wo wir sind, auf welcher Map? Wir sind hier auf Mos Eisley. Mit einer Menge Leuten, die nix taken wollen. Ja, bisschen laggy ist es auch noch. Ja, man sieht's hier ohne Probleme. Ja, der mal den auch nicht mal im Vorbeilaufen und. Ah, Noob-Trooper sind teilweise auch so doof hier. Geh weg. Geh weg, du dummer NT. Und du stirbst und. Boah, der trifft auch jeden Schuss fast. Also dieser Bufo-Stadtaffe. Mal gucken. Boah, hoho, heftig. Sehr schön. Muss ich ihn auch mal loben. Aber hier läuft es nicht ganz so flüssig. Also für die 40 Bilder kann er sich nicht immer entscheiden. Ja, der war natürlich ganz schlecht. Hä? Ist gestorben. Naja, dann vielen Dank für den Kill, ja. So, den nehme ich aber doch hier mal mit. Den nehme ich doch eigentlich auch mit. Okay. Und den nehme ich auch noch. Uiuiuiui. Jakobi, alles klar. Gut, ich guck mal, dass ich hier ein, zwei Parts drehe, damit ich wieder ein bisschen fit bin und auch die nächsten Tage ein bisschen fit bin. Genau, bevor der sich Leben nimmt, nehme ich ihn mal. Beziehungsweise bevor er sich Leben gibt, nehme ich ihm mal sein Leben. Und na, Spawn ist hier. Oh doch, das geht ganz gut. Und zwar mit einem Headshot. Okay, das war jetzt gezoomt, ich weiß. Es war jetzt nicht so toll, aber okay. Immerhin etwas. Ich stelle mich jetzt hier auch mal aufs Dach, solange hier jetzt nicht unbedingt Minen rumliegen. Leute. Oh, okay. Ah, der steht da hinten. Dann ist okay, das muss ich mir merken. Und die haben unsere Flagge. Das ist ja nicht so schön. Das wollen wir doch zu verhindern wissen. Ich denke, ein Noob Trooper mit Flagge, der ist jetzt wirklich nicht so schwer zu besiegen. Auch wenn ich ihn jetzt anzoomen musste. Gut, wer weg? Die Flagge wäre zurückgesetzt. Oh, der rutscht schon über den Boden, ey. Ach, den habe ich ja auch noch. Alles klar, da muss ich mir ja keine. Mein Gott, jetzt lass mich doch in Ruhe, du dummer NT. Herr Jesus, nee. Oh, okay. Ich hatte schon wieder Energieregeneration und der Kill, den fand ich eigentlich ganz cool. Ich bin ja auch dabei, gerade ein neues Frag-Movie zu drehen. Beziehungsweise nicht zu drehen, sondern zu bearbeiten. Mit Sony Vegas. Ich denke, wenn ich das noch mit meinem alten Programm, also mit diesem Magix Movie Maker, den ich ja auch einmal erwähnt hatte, bearbeiten würde, dann wäre der lange fertig und auch eventuell lang schon lange hochgeladen. Aber in Vegas muss ich mich erstmal ein bisschen einarbeiten. Warum zoome ich in aus nächster Nähe? Ja, das ist ja low von mir. Okay. Okay, hallo, der hat gar nicht geschossen. Also hier bin ich ja mal auf einem Server, der sowas von laggy ist. Also ich muss mir gleich mal die Pings anschauen. Ja klar, hier Leute mit 377er Ping, 170er, ja, und ich da hier mit meinem Ping von 76 bin da ja noch, take da ja noch alles, aber na, das ist ja echt nix. Obwohl die Runde eigentlich im Moment ganz cool ist. Ich denke, ich lasse mich dann jetzt auch noch mal. Ich werde mich sicher von dem Owner lassen müssen, von diesem. Gut. Das Autogeschütz habe ich. Muss mir jetzt merken mal langsam, dass ich Autogeschütze öfter zerstöre, weil die bringen ja auch Punkte. Oh, low, low. Also da low kills von mir und eigentlich auch jemand, der nur rumsteht, ist eigentlich auch low und sich ownen lässt. So, haben wir hier noch ein. So. Jetzt, das war ein bisschen mein Problem mit dem Lag. Nix Taker, elender Nix Taker.
Und du auch. Ja, genau, spring deine eigene Nade. Komm, ja, genau so macht man das. Das ist ja toll. Stadtaffe, wie hat er mich denn erledigt? Das habe ich gar nicht gesehen. Weil ich dem. Oh, schön, Bagger. Ja, so geht das. Also hier in dem Spiel ist ja nur mit Buggen und so weiter. Dauert sowieso nur noch 4 Minuten. 4 Minuten. Ja, alles klar. Es dauert sowieso nur noch 4 Minuten, aber der Part ist sowieso gleich zu Ende, tippe ich mal. Aber ich würde sehr gern drauf anlegen und die letzten paar Minuten noch fertig spielen. Autsch, was war das denn? Wow, heftig. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Beziehungsweise lass mich mal schauen. 1 Minute haben wir noch. 3 Minuten können wir es eigentlich. Naja, wir können es keine 3 Minuten mehr ziehen. Nur ein Doppelpart draußen. Deshalb mache ich jetzt hier Schluss schon und nehme die letzten 4 Minuten mal in einen Doppelpart rein. Ja, weil ich räume hier ein bisschen ab und ich würde ja das Ganze gerne nicht irgendwie in der letzten Sekunde von einem neuen Video drin haben und so weiter. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch wenn ich jetzt heute nur alleine gespielt habe. Das wird sich aber die nächsten Tage mal ändern. Okay, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Star Wars Battlefront 2 mit mir, dem Superpro. Tschüss.